Jo und hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Randall's Monday. So, ich bin wieder da, ich habe kurz das Licht angemacht. Und ja, wie gesagt, wir spielen hier Randall's Monday. Es ist so ein Click-and-Point-Adventure aus dem Haus Daedalic. Und ich habe nie erwartet, dass ich jemals ein Click-and-Point-Adventure hier auf dem Kanal spiele. Aber naja. Ich habe hier ein bisschen angespielt schon mal, hier so Montag 2. Zeige ich mal schnell ein bisschen. Hier so, das ist Randall. Ich habe hier auch so ein Inventar, habe hier so ein paar Sachen. So. Und jetzt machen wir ein neues Spiel. Wo mache ich hier schon ein neues Spiel? Oh, da ist schon ein neues Spiel. Ja, bist du sicher, dass du ein neues Spiel starten willst? Genau. Du reist durch eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Es ist eine Reise zum Gummibärchenhaus in der Lollipopstraße, wo die Grenzen nur durch die eigene geistige Gesundheit gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht: Begleiche deine Schulden oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Den doch nicht den Beinen auf Wiedersehen sagen. Das Leben hat für jeden von uns von allem etwas. Ja, ein bisschen. Ein paar nette Überraschungen, tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Wünschen wir uns nicht alle, wir könnten noch einmal zurückgehen, um alte Fehler, die wir gemacht haben, auszubügeln. Aber was, wenn der Mann, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot ist? Hey! Alter, mal echt. Er kommt nie aus seinem Zimmer. Ich habe ihn die letzten 6 Monate nicht gesehen. Ach, was? Weiß nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ha, er kommt nicht mal raus, wenn er aufs Klo muss? So schlimm bin Nein. ich auch nicht. Ich schätze, dafür sind die ganzen Heimer. Ich wette, er ist tot. Nee. Er kommuniziert immer noch über Grunzlaute. Grunzlaute? Randall, bitte sag mir, du redest nicht von unserem Hochzeitsgeschenk. Ganz locker, Liebling. Wir reden von seinem Mitbewohner. Yep. Außerdem, so wie es aussieht, könnte mein Geschenk gar nicht grunzen. Die moderne Wissenschaft ist immer noch weit davon entfernt, ein rappendes Schwein zu züchten. Also muss ich mir leider was anderes einfallen lassen, Matt. Entspann dich, Alter. Der Gedanke zählt. Jungs, ich will einfach keine Szene auf meiner Hochzeit. Ist das echt zu viel verlangt? Szene? Was meinst du mit Szene? Das weißt du ganz genau. Wir sind lange genug befreundet. Ich habe eine sehr gute Vorstellung davon, was du für eine unvergessliche Erfahrung hältst. Hm. Wie zum Beispiel? Zum Beispiel? Meinst du, wie das eine Mal, als ich dem Bus voller Nonnen die Wegbeschreibung zu einer Lesbenbar gegeben habe? Ha, ja, das würde ich als unvergesslich beschreiben. Das war's. Und ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre nicht lustig gewesen. Aber eins sage ich euch, sowas will ich nicht auf meiner Hochzeit. Oh, das Mann. Wird der wichtigste Tag meines Lebens und ich will nicht, dass ihr ihn ruiniert. Naja, deine Sache. Aber jeder weiß, dass Matt echt romantisch sein kann, wenn er will. Jeder. Wie ist das dann bitte an mir vorbeigegangen? Ach komm, Sally. Ich sag dir fast jeden Tag, wie sehr ich dich liebe. Ich bin super romantisch. Ja, klar. Ich weiß jetzt gar nicht, was romantischer ist, wenn du es rülpst oder mir einen Binärcode sagst. Nein, er meint sicher, wenn er es in Binär rülpst. Matt gibt in der Hinsicht immer alles. Merkst du daran, dass er fast erstickt, wenn er das macht? Ah ja, übrigens. Hm. Und? Zieht ihr zwei dann in Matts Wohnung? Ja. Genau, das war der Plan. Aber ich sehe mich schon nach einer neuen Bleibe um. Was? Du willst ausziehen? Ach komm schon, meine Ma hat uns gerade den Herdomatic 9000 besorgt. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Wohin geht's denn in die Flitterwochen? Also ich finde ja Italien so richtig romantisch. Der Big Ben, der Eiffelturm, das Pantheon. Oh, es wäre so schön da. Boah, Sally, ich habe dir doch schon gesagt, das ganze Zeug ist in Deutschland. Klar. Außerdem ist Libyen immer noch meine erste Wahl. Ich würde sterben, um die Pyramiden zu sehen. Dann natürlich der Big Ben nicht in Dings nicht in London steht, sondern in England.
Nein, er steht in Italien. Das Pantheon aus Griechenland ist natürlich auch in Italien. Und der Eiffelturm nicht in Paris, sondern auch in Italien. Nein, ich meine natürlich Deutschland. Weil es ist alles deutsch. Es ist alles deutsch, also... Die haben schon alle recht. Glaubt nicht, was von euch geschichtlich erzählt. Das ist falsch. Es ist alles deutsch. Nein, Spaß. Was trinken wir hier nochmal? Irgendeine Art Bier, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ich vermisse die Grog-Ära. Ja, das war toll. Kein Scheiß. Ich verschwende mal eben. Bringst du uns noch 2 Bier auf dem Rückweg mit, Schatz? Noch mehr Alkohol? Damit du noch heißer aussiehst. Versprech mir einfach, dass du dieses Mal nicht kotzt. Hey, komm schon. Wie soll er das versprechen? Sally, wir werden heiraten. Du musst mir einfach vertrauen. Davon abgesehen, ich halte nichts mehr vom Kotzen. Fühlt sich irgendwie nach Abzocke an, weißt du? Ich meine, das, was da aus mir rauskommt, habe ich schließlich bezahlt. Genau. Okay, es ist einfach... Also ich dachte, wir machen zur Feier des Tages etwas Romantischeres. Weißt du, was echt romantisch wäre? Lass mich raten. Die nächste Runde? Genau! Sally, wieso? Kennst du mich nur so gut? Ah, wie geil. Alter, sieh dir das mal an. Das ist der Ring, den ich für Sally besorgt habe. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall teuer aus. Naja, ist ja deine Kohle. Das ist das Beste dran. Hat mich nur ein Dorito gekostet. Bullshit, Matt. Wenn du den geklaut hast, kannst du es mir sagen. Ich nehme mir auch manchmal Sachen, die mir nicht gehören. Ich weiß, jeder weiß das. Aber ich habe ihn nicht geklaut, Alter. Ich habe ihn von dem Penner, der in meiner Gegend lebt. Dann würde ich sagen, der mag dich. Das war echt seltsam. Der Typ war verrückt, sage ich dir. Hat nicht aufgehört, davon zu reden, wie der Ring sein Leben ruiniert hat. Meinte, er sei verflucht und würde die Welt vernichten. Vielleicht meint er das als eine Art Metapher. Alter, du hast ihm einfach ein paar Doritos gegeben und er dir dafür den Ring? Der mag dich definitiv. Mann, Randall, der Punkt ist, ich habe ihn dann zu einem anderen Kerl gebracht. Und der meinte, das ist 780,563 karätiges Gold. Klar. Und irgendwie ist das Ding auch noch Saphir-Rubin-Smaragd beschichtet. Glas schneiden und Autos kurz schließen kann's auch noch. Echt? Ein Multitasking-Ring. Kann ich mal haben? Alter, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du ja hier. Aber nie im Leben lasse ich diesen Ring in die Nähe deiner kleptomanischen Pfoten. Das mit dem Robotaschenrechner-Zwischenfall wirst du mir ewig vorhalten, oder? Wir waren doch noch Kinder. Nein, ich will nicht, dass jemand diesen Ring anfasst. Ist ja gut. Ich bin sicher, sie wird ihn lieben. Sieht echt schick aus. Schick? Schick? Dieser Ring ist besser als schick. Er ist fantastisch. Er ist der wundervollste Ring der Welt. Je länger ich ihn ansehe, desto eher möchte ich ihn ganz für mich. Was willst du ganz für dich? Dich, mein Schatz. Nur dich. Oh, naja. Hier hätten wir es, Jungs. Letzte Runde. 5 Stunden später. Das überall liegt Müll, soweit das Auge sehen jetzt kann. Die nächste das ist Runde. Ein großes Problem. Das buchstäblich anfängt zu stinken. Ich fürchte, irgendwas wird über mich herfallen, wenn ich seiner Tür zu nahe komme. Ich würde echt wetten, er ist tot. Nein, Alter, ich sag es dir doch. Ja, grunzt, um sich zu verständigen. Jungs, wir feiern hier unsere Verlobung. Warum reden wir schon wieder über Randalls Mitbewohner? Shh, keine Sorge, Liebling. Der Freak ist tot. Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranke Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Alkoholkranke Hamster? Ein langes Leben. Weißt du noch, Matt? Ich hoffe mal, wir enden nicht wie diese armen Nager. Alter, mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie die in den Ofen geraten sind. Vermutlich waren sie benommen und verwirrt von all dem Stress und Alkohol. Mögen sie in Frieden ruhen. Alkoholkranke Hamster. Wo heiratet ihr eigentlich?
Ich habe St. Gilbert's wirklich gern, aber Matt hat gehört, sie haben einen dreiköpfigen Affen in den Katakomben begraben. Ja. Das macht die Kirche irgendwie gruselig. Echt? Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Ich glaube, ich habe genug für heute. Was? Schatz, du sollst es für heute auch gut sein lassen. Ich? Wieso? Matt! Ich find's einfach nicht gut, wenn jedes deine Augen gleichzeitig in eine andere Richtung will. Was? Ich find es total. Wie bei so einem Chameleon. Die können ja auch ihre Nimm Augen ernst, so Matt. Unabhängig. Ist genug für heute. Ich bin okay. Er ist okay. Jetzt nicht mehr. Ah, toll. Randall, kannst du mal nach ihm sehen? Ich habe keine Lust, mir noch ein paar Schuhe zu ruinieren. Ich hab dir gesagt, du kannst sie nicht vom Kotzen abhalten. Das ist, ich weiß nicht, seine Mutantenkraft oder sonst was. Genau, Hoffentlich Kotzen ist eine Mutantenkraft. Mit dem Alkohol nach der Hochzeit etwas ruhiger an. Oh, klar, nach ein oder zwei Monaten auf Hochzeit sei, wird er was Stärkeres brauchen. Heroin, Meth oder so. Was gibt es denn? Ein Fremder. Der sieht aus wie ein Rowdy von so einer Soft-Metal-Band. Die nehme ich nicht mit. Pater Roy. Was geht, Pater? Wie immer eine echte Stimmungskanone, hä? Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Eindeutig. Den störe ich lieber nicht. Jedenfalls noch nicht. Der arme Charlie, den sollte ich nicht stören. Der meditiert. So sieht's zumindest aus. Ich störe mal lieber nicht. Nicht jetzt. Ach komm. Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Ein paar Billardkugeln. Nichts Besonderes an denen. Die Bilder hier drin sind mir ein Rätsel. Naja, immerhin besser als solche Bilder wie in solchen Läden von essenden Leuten. So viel ich gehört habe, gab es da mal bei mir in der Umgebung so einen Dönerladen. Da waren solche Bilder von Leuten, die gegessen haben. Das wäre mir unheimlich. Ich würde da nie essen gehen wollen. Wenn ich so schon so Leute sehe, die da so in ihr Essen reinbeißen, so diese Bilder so an den Wänden. Das würde mir Angst machen. Die Dinger verwandeln das letzte Loch in eine Party-Location. Ach, die Toilette muss ich gerade nicht. Ja, eigentlich schon. Das hier ist nur der Prolog, also lass uns mal zur Sache kommen. Würde ich gern, aber ich komme nicht ran. Wie geht's, Helene? Viel besser jetzt, wo du hier bist. Das ist schön. Ich bin nämlich hier, um dir zu sagen, dass da ein Geschenk für dich in der Gasse wartet. Ist von Matt. Hörst du das? Das ist ein Geschenk. Oh, na toll. Weiß dein Freund SpongeMatt nicht, wann er genug hat? Also mit der habe ich zuvor gar nicht geredet. Ich bin einfach rausgegangen, aber naja. Matt ist wie dieses grüne Ding aus Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, hinterlässt seine Spur aus grünem Schleim. Ist das so? Okay, aber was anderes. Willst du mal was unternehmen? Was unternehmen? Mit wem? Habt ihr eine neue Bedienung? Ist sie heiß? Hat sie einen Freund? Steht sie auf mich? Könnte sie mich im Arm drücken, schlagen? Nein, wir haben keine neue. Also, was dann? Möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Alter, das ist hart.
was hier dran steht. Ja, weißt du, ich glaube nicht, dass ich gerade bereit für eine Beziehung bin. Oh, das ist... Okay, keine Sorge. Ich sehe dich dann. Ein paar von den Flaschen sehen echt komisch aus. Würde ich gern, aber ich komme nicht ran. Oh Gott, Feli. Immer wenn sie in der Nähe ist, sträubeln sich mir die Nackenhaare. Ich hoffe ja immer, dass das meine Spinnen sind, die mir sagen, dass Green Goblin in der Nähe ist. Aber nö, ist immer nur sie. Okay. Ja, ein klassischer Matt. Hey Matt, soll ich Pater Roy für einen Exorzismus ranholen? Sieht mir ganz nach einem Fall von Schwallerbrechen aus. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Man wird halt erwachsen. Eindeutig. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Kaum zu glauben, oder? Warte, ich glaube, ich hab's. Der Bacon-Gude. Den hab ich letztes Mal genommen, aber ich will mal was anderes nehmen. Dr. Griffins Vollmaske? Weit weg, Alter. Mann, scheiße. Was war's denn? Vesuvius Matt. Vesuvius Matt. Fesselt jeden. Genau. Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Ich weiß, Alter. Die Party ist keine Party, solange Matt Griffin nicht im Strahl kotzt. Exakt. Aber ich mach mir auch irgendwie Sorgen um dich. Du kaust dein Essen gar nicht mehr richtig. Ich hab da eben einen ganzen Nugget gesehen. Ich habe ja neulich diese Doku über Tauben gesehen und ich sag dir, die sind uns weit voraus. Die schlucken einfach alles runter und lassen ihren Magen den Rest erledigen. Naja, dafür hängen sie auch auf Strommasten rum und scheißen Leuten auf den Kopf. Machst du sowas auch? Naja, man könnte es theoretisch auch machen, aber so ganz Zeug runter so schlucken, dass ich weiß nicht, ob das so gut ist. Würde ich das machen, dann würde ich wahrscheinlich nach hinten fallen vor Schmerzen und dann würde mir es wahrscheinlich genauso gehen wie Matt. Sieh mal, Matt, ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere, aber könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Ich weiß, Alter. Das Leben hat mir heute eine wertvolle Lektion erteilt. Echt? Welche denn? Prüf erst nach, ob da ein Obdachloser ist, bevor du hinter einen Müllcontainer kommst. Das ist das Wichtigste. Wie angepisst ist Sally? Ach komm, sie sorgt sich einfach um dich. Ich wiederum sehe dich jeden Tag dem Tod ins Gesicht lachen. Und glaub mir, der Tod ist derjenige, der echt angepisst von dir sein muss. Okay, ich glaube, ich bin hier fertig. Bereit für eine Umarmung? Abgelehnt. Meine Religion verbietet es mir, die Besessenen zu umarmen. Ja, ich weiß schon, wie du tickst. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts wird geteilt und drittens nicht mit Fremden genau reden. Und das Wichtigste hast du vergessen. Kein Verändern des Raum-Zeit-Kontinuums. Das ist das Wichtigste. Okay, Ladies and Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Mir nach, Randall, und versuch dran zu bleiben, denn diese Nacht wird zur Legende. Das glaube ich ihm. Gefühlt. So ein bisschen. Matt, du hast... Bam, bam. Hast du das gehört, Randall? Ich glaube, er ist da. Beeil dich! Hey, Schatz, mir geht schon viel besser. Großartig!
Dann kannst du mir ja erklären, was die Frau hier in meinem Tier auf meiner Verlobungsparty will. Ja, also, hör mal, Liebling, ich, Matt, bitte nicht jetzt. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen zu verkünden, dass der Esel angekommen ist. Genießen wir die Magie dieses Augenblicks. Sie nimmt mich ein bisschen an dem Moment